So, hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Dampferzimmer. Premiere. Ich habe das erste Mal ein Gerät zur Verfügung gestellt bekommen, um es zu zeigen, was ich eigentlich nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Und zwar ist das ein Akkuträger. Moment, ich mache den mal eben nackig. Ich mache mal den Verdampfer ab. Und zwar ist das der Hastur von Chuhulu. Zutuhulu. Ja, und Schulu, der Akkuträger. Ich finde ihn vom Design her echt ansprechend. Er hätte mir generell gefallen, obwohl ich bezweifle, dass ich ihn gekauft hätte. Ich benutze den jetzt seit 2, 3 Wochen ungefähr und muss sagen, ich finde ihn echt gut. Also dafür, dass es ein Gerät für unter 100 € ist, finde ich den echt gelungen. Das Display ist jetzt ein bisschen bunt und ein bisschen hell. Er hat noch so ein, zwei Sachen in der Software, die mir nicht wirklich gefallen. Eine dieser Sachen wird noch nachgereicht. Da soll noch mal per Software-Update nachgebessert werden. Das ist zum Beispiel, man kann die Plus-Minus-Tasten nicht locken und weiter dampfen. Man kann den nur ganz locken, dass er gar nicht mehr geht. Aber dass man jetzt die Leistungen sperren kann, das funktioniert noch nicht. Ich habe jetzt schon mal die neueste Software draufgepackt. Ist ein USB-C-Anschluss. Das Design an sich finde ich klasse mit der Edelstahl-Tube an der Seite. Ist so ein Aluminiumkoffer vorgesetzt, wo dann die Elektronik drunter ist. Also so im Großen und Ganzen sieht er ganz schick aus. Ich habe jetzt gerade den Enduro drauf gehabt. Diese Edelstahl-Tube hier hinten hat einen Durchmesser von 24 mm. Aber bevor ich jetzt hier quatsch, wir gehen jetzt auf den Tisch und dann gucken wir uns das mal zusammen in der Nähe an. Zack. Da sind wir auf dem Tisch. Da ist er. Ja, obwohl wir können jetzt mal direkt ins Menü reingehen. Also jetzt ist er hier mit dem Scrape Enduro drauf. Das matcht schon verdammt gut, muss ich sagen. Ne? Auch das Gehäuse hier ist ein paar Fettfinger drauf. Ich war gerade Burger essen. Aber so im Großen und Ganzen gefällt mir das ganz gut. Was mir halt aufgefallen ist, dass das Display sehr hell ist. Ich habe so eine kleine Schwäche bei mir, das habe ich aber von noch keinem anderen gehört. Mein Feuertaster, der lässt sich schön klicken, soweit. Der klappert nicht, aber wenn ich den nur am ganz unteren Ende drücke, passiert nichts. Also rechts außen, links außen, oben, alles geht. Nur wenn ich ihn ganz unten drücke, feuert er nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das so kleine Fertigungstoleranzen sind, aber ansonsten funktioniert das alles einwandfrei. Wenn man die Leistung verstellt, fängt er halt sehr schnell an zu rennen. Ne? Aber wenn man am Ende ist, kann man weiter drücken und man fängt wieder von vorne an zu rennen. Wenn man jetzt einen genauen Leistungsbereich hat, den man einstellen möchte, ist das schwierig, jetzt hier auf die 17 zu kommen. Ich wollte jetzt 17 Watt einstellen. Da ist dann halt ab und zu Klickolaus angesagt. Ne? Also da drückt man schon mal ein paar Mal öfter drauf. Sieht schon, also ich finde, das sieht schon verdammt pornös aus. Das ist schon echt klasse. Ich habe hier noch so ein paar andere hingelegt, die man mal draufschrauben kann, um mal so einen Blick dafür zu bekommen, wie das Ganze aussieht. Jetzt hier mit dem GTR kommt der auch verdammt gut. So, dadurch, dass das hier so leicht abgefasst ist, sind 23 mm Verdampfer super, aber auch mit 24ern sieht es toll aus. Also auch. Eine absolut stimmige Kombi. Ne? Jetzt hole ich mal den Flashy vor. In dem Fall der geschoppte Flashy mit dem Edelstahl-Zwischenstück. Passt auch gut. Ne? Also, sie ist sehr schön klein. Ist halt nur ein 18650 Akku drin. Der Akku wird im unteren mit so einem Schraubverschluss gehalten. Der hat aber auch einen Stopp. Das heißt also, man kann den nicht weiter drehen. Man drückt sich da nicht irgendwo oben die Akkus ein oder so. Ne? Also ich habe das schon mal ab und zu, dass man sich oben beim Pluspol, wenn man das zu doll zuschraubt, eine Ditsche reinschraubt. Das kann hier nicht passieren. Der Deckel ist vergoldet, um die Übergangswiderstände zu minimieren. Edelstahl ist halt mit dem Leiten nicht immer so ganz so perfekt. Ne? Funktioniert einwandfrei. Hier unten
Ist ein Minus drauf? Muss man suchen. Seht ihr das? Ja, da unten ist das Minuszeichen, Mülltonne, CE-Zeichen. Mülltonne und CE-Zeichen sind drauf, aber halt, wenn man es draufschraubt, nicht zu sehen. Ob das so richtig ist, frage ich. Naja, aber es ist drauf, ne? Es ist drauf. Jetzt gehen wir mal kurz ins Menü rein. Es ist recht simpel gehalten. So. Anmachen, fünfmal klicken. 1, 2, 3, 4, 5. Schuhulu-Logo kommt und gut ist. Jetzt ins Menü rein, waren glaube ich 3 Klicks. 1, 2, 3. Dann ganz normal, regulated heißt VW-Variable Wattmodus. Bypass gibt da halt das wieder, was in der Batterie noch an Leistung zur Verfügung steht anhand der Wicklung. Temper ist TC, also Temperaturkontrolle. Man auswählen zwischen Edelstahl, Nickel, Titan und kann sich noch einen eigenen TCR einstellen. Wenn man jetzt diesen Nefe von Decodes nimmt, ist es 320er TCR. Dann ist man so in der Temperatureinstellung. Wenn man die Temperatur einmal durchrollt, habt ihr gerade gesehen, kommt man von Fahrenheit zu Celsius. Ja, das heißt also, 315 Grad Celsius ist das Maximum und dann hüpft man weiter und ist bei Fahrenheit. Man kann die Leistung umstellen. Power Minus, Power Plus, wie war das? Power Plus. Ah, schlag mich tot, ey. Ich weiß es nicht mehr. Oder geht das nur mit? Ich probiere mal. Ich schaue mal was drauf. New Atomizer, ja. Power. Uiuiui, der haut 80 Watt da drauf jetzt gerade. Muss ich nochmal nachgucken. Ich weiß nicht. Man kann hier unten die Leistung einstellen. Und man kann den Widerstand nochmal einstellen und ein bisschen variieren. Ich weiß aber nicht mehr wie. So ein Mist. Nee. Rauf und runter gleichzeitig. Rauf und runter gleichzeitig, da kann man die Leistung einstellen. Hier. Aber das ist keine Leistungsbegrenzung im Temperaturmodus, sondern das ist die Leistung, mit der er anfängt zu feuern. Das heißt also, bei anderen stellt ihr hier so ein Power Limit ein, sage ich mal, was quasi, man stellt sich da 20 Watt ein und sagt, selbst wenn die Wicklung kalt ist, gehe nicht über 20 Watt. Und hier stellt man halt die Anfangsleistung ein, mit der die Wicklung angeheizt wird. Und den Rest übernimmt dann die TC-Kontrolle und regelt dann rauf oder runter. Jetzt ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, man kann den Widerstand irgendwie nochmal korrigieren. Ich habe hier so ein User Manual, ist ja dabei, ne? Ich bin wieder super vorbereitet. Ich gucke jetzt, ob ich schnell finde, sonst drücke ich mal eben. Ich drücke mal eben. Moment, ich bin sofort wieder da. Lesen. War ich doch eigentlich richtig. Also, wenn man Power und die Plus-Taste gleichzeitig drückt, feuert er. Gerade hat es geklappt. Klein bisschen früher die Plus-Taste als die Power-Taste. Und dann kann man den Widerstand hier noch ein bisschen verstellen. Das heißt also, man kann da einfach schummeln. Wenn man weiß, das Ding ist noch warm gewesen und kalt hat die Wicklung so und so viel Ohm, dann drückt man halt Plus und Feuer gleichzeitig und kann dann hier den Widerstand dementsprechend verändern und den Kaltwiderstand hier einstellen, damit es dann besser passt. Mit Power bestätigt man das Ganze. Rauf, runter gleichzeitig, wie gesagt, die Anfangsleistung ändern mit dreimal Klicken ins Menü. Boah, das ist echt abartig jetzt mit 85 Watt und dem. Da ist meine Wicklung eh hin. Dreimal gedrückt und jetzt sagen wir zurück und ich möchte nicht in den Temperaturmodus, sondern in den geregelten Modus. Zack, dann haben wir es jetzt wieder. Den werde ich jetzt nicht probieren. Der hat gerade ein paar Mal mehr als 80 Watt abgekriegt, obwohl es eine MTL-Wicklung ist. Ja, das war es soweit schon. Also ich habe jetzt nichts festgestellt, dass er besonders schnell vermackt oder sonst irgendwie was. Ich finde ihn generell recht hochwertig. Er ist nicht so leicht. Irgendwie ist Gewicht für mich irgendwie nochmal so ein bisschen was, hat auch was mit Wertigkeit zu tun. Jetzt schraube ich nochmal hier den Enduro drauf, weil der schmeckt gleich bestimmt besser als jetzt der GTR, der so übel gefeuert hat. Nur mal als Größenvergleich.
ist nur minimal größer als die Typhoon-Box. Ich habe nicht nachgemessen. Oder sind die sogar gleich groß? Ja, Ticken höher. Ganz kleinen Ticken höher. Und von der Dicke her ist er schmaler als die Typhoon-Box auf jeden Fall. Ja. Also alles in allem bin ich echt positiv überrascht von dem Gerät. Ein 18650er bis 88 Watt kann er powern. Hat einen USB-C-Anschluss. Die Software ist updatefähig. Wie gesagt, also man kann den jetzt nur komplett sperren, indem man fünfmal drückt. Dann ist er gesperrt. Wenn man jetzt wieder fünfmal drückt, ist er wieder an. Er schließt sich mir nicht so ganz, warum er nicht ausgeht. Ne? Also wenn man jetzt fünfmal drückt, kann man anschließend nochmal den Power-Knopf gedrückt halten und es geht ganz aus. Aber ob es jetzt ganz aus ist oder im Standby, anschließend muss man eh fünfmal drücken. Hier dauert es ein bisschen länger, bis er wieder da ist, bis wenn man es ausgemacht hat. Ne? Wie gesagt, die Log-Funktion der Plus-Minus-Tasten soll im nächsten Update nachgeliefert worden. Das erste Update ist schon rausgekommen, habe ich drauf gespielt. Es war irgendwie ein Bypass, dass er besser Feuer hat oder so. Bypass habe ich noch nicht gezeigt. Bypass, zack, Bypass. Dann zeigt er hier unten dann quasi die Zeit an, die man feuert, den Widerstand und die Leistung, die er auf die Wicklung gibt. Also ich habe jetzt hier 0,65 Ohm, der Akku müsste ziemlich voll sein und er haut dann 20 Watt auf die Leistung, auf die Wicklung. Schmeckt so. Also, ich würde sagen, für das Geld ein klasse Gerät. Ich zeige euch nochmal die Verpackung. Das ist so eine Alubox. Alubox mit Aufkleber. Apropos Aufkleber. Ich habe den schwarzen hier. Den gibt es nochmal in so einem Midnight Green. Erinnert mich so ein bisschen an das iPhone Grün. So ein ganz dunkles Grün. Fast schon schwarz. Dann gibt es den noch in Silber. In Silber gefällt er mir persönlich überhaupt nicht. Weil man dann einmal eloxiertes Silber hat vom Alu und einmal die Edelstahl, das passt nicht, also das ist knapp vorbeigeschossen. Also dann lieber mit Kontrast als knapp vorbei, sage ich immer. Aber ist eine Geschmackssache. Jetzt hier mit dem Schwarz und dem schwarzen Drip-Tip beim Enduro finde ich das einfach nur absolut gelungen. Ich nutze den momentan ständig für meine MTL-Verdampfer. So, wieder in den regulierten Modus, 17 Watt. Wenn wir jetzt hoch auf 20 wollen, das ist das, was ich gerade meinte, ne? Drückst du drauf, 21, ah, knapp vorbei. Und bist Klickolaus wieder Klickolaus mäßig unterwegs und drehst die Leistung runter. Das ist halt, der sollte ein bisschen langsamer anlaufen und dann hinterher schneller werden. Der wird direkt so schnell. Versteht ihr, was ich meine? Ich hole euch zurück in die Totale. Ich quatschen kann ich auch, wenn ich euch angucke. Moment. So, da seid ihr wieder im Ganzen. Also, wie gesagt, MTL oder gemäßigtes DL-Dampfen ist mit dem Gerät super möglich. Die Haptik gefällt mir sehr gut. Auch vom Gewicht her ist nicht leicht, aber dann macht so ein wertiges Gefühl. Wenn man ihn in der Hand hat, ich feuer immer mit dem Zeigefinger. Auch alles andere ist möglich. Andersrum mit dem Daumen. Mit dem Knopf habe ich angesprochen. Bewertet das nicht über. Das ist halt wirklich nur an der untersten Stelle, wenn man da drückt, feuert er nicht. Das ist aber kein Akt. Ich habe es normal nie gemerkt, außer beim Ausprobieren. Also probiert rechts, links, oben, unten. Dann habe ich gemerkt, unten geht es nicht. Aber im täglichen Gebrauch ist es mir nie aufgefallen. Ja, das war ein kurzes, knackiges Video zum Hastur. Wollt ihr noch was sagen? Ich weiß es nicht. Na, ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Tschüss.